Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Tutorial zum Thema Seasons. Heute ist das Thema der Fruchtfolgenplaner und ja, ich würde sagen, gehen wir auch direkt hinein, damit es kurz und knackig bleibt, das Video. Will ich jetzt nicht hier noch allzu lange rumsulzen. Die Fruchtfolge ist also im Seasons für den Ertrag zuständig. Wenn ich also immer wieder das gleiche pflanze, ich sag mal, ja, ich habe jetzt Weizen, im nächsten Jahr mache ich da wieder Weizen drauf, dann habe ich immer einen Ertrag von 0,86. Ne? Wenn ich im nächsten Jahr wieder Weizen da drauf mache, ihr seht, dann habe ich also einen Ertrag von 0,86. Könnte ich ja klar machen, um Gottes Willen. Hier nochmal Weizen, so, dann habe ich, ne, die nächsten 6 Jahre immer den gleichen Ertrag. Vorausgesetzt, ich dünge es gleich, ich ja, bearbeite es gleich, ne, kalke es zwischendurch, ne, darf man alles nicht vergessen. Dann ist also, ne, hier ein 0,86er Wert. Wie kann man aber diesen Wert oder diese Frucht jetzt erhöhen? Ich lasse jetzt mal die erste Fruchtfolge, weil es ist ja ein Planer. So kann ich mir das Ganze dann hier einstellen. Und jetzt nehmen wir mal, wir haben im ersten Jahr hier Weizen. Und dann gucken wir mal, wenn wir im zweiten Jahr nichts darauf bauen. Oder wollen wir mal gucken, Raps. Wir könnten auch Raps dort drauf machen. Ihr seht, das ist eine Ölsaat. Dann hätten wir beim Raps 1,08. Wenn wir das dann ein Jahr liegen lassen, dann hätten wir sogar ein, also ne, das Feld brach liegen lassen, dann hätten wir sogar einen Ertrag von 1,20. So, wenn wir dann wieder unseren Weizen ansehen, dann seht ihr hier, dann haben wir jetzt einen Ertrag von 1,2. Und wenn wir jetzt nochmal Raps hier wieder ansehen, dann haben wir auch beim Raps auf einmal eine Steigerung, dadurch, dass wir ein Jahr lang haben das Feld brach liegen lassen. Und so könnt ihr dann halt damit mal rumspielen. Und ihr seht, wenn wir danach das Jahr nochmal Raps da drauf machen würden, dann würden wir nur noch 0,9 an der gleichen Menge. Also ne, wir hätten dann eine Einbuße von 30% zu dem anderen Ertrag, als wenn wir das als Brachland liegen lassen. So, Sonnenblumen ist genau das gleiche, weil es auch eine Ölfrucht ist. So, Sojabohnen wäre dann noch etwas besser. Mais, oh, wir könnten sogar Mais hier drauf machen, wäre dann ein Ertrag von 1,14. Dann würde ich sagen, testen wir das gleich. Kartoffeln 0,95. Zuckerrüben ist dann ganz schlecht. So, Pappeln gehört zum Gras. So, Gras, wenn wir Gras da drauf machen, hätten wir einen Ertrag von 1,0. Aber wir machen jetzt mal hier, oh, Karotten, das ist mal interessant, 1,14. Roggen 1,14, Dinkel 1,14. Aber wir wollen das ja mal brach dann nochmal liegen lassen. So, Vermehrungsgras, so, Brachland. Dann wollen wir jetzt mal eine dritte Möglichkeit in Betracht ziehen, so wie wir das eben getan haben. Wir gehen jetzt mal von aus, wir lassen das Land im ersten Jahr brach liegen. Dann gehen wir im zweiten Jahr hin und setzen dort jetzt mal Mais drauf. Und im nächsten Jahr machen wir dort Weizen drauf. Dann seht ihr, dann würden wir bei Mais 1,14 bekommen und beim Weizen 0,95. Das ist noch immer mehr als hier. Mal gucken, ob wir das vielleicht noch ein bisschen steigern können. So, wenn wir jetzt Raps hier drauf machen würden, das wäre na klar optimal. Mais, Raps. So, und dann haben wir hier 1,2, hier 1,2. Und wenn wir dann wieder ein Jahr das Ganze gucken, Mais wäre dann nur noch 1,14 im nächsten Jahr, Kartoffeln 0,95, Pappeln 1,0.
So, und wenn wir jetzt wieder Mais da drauf machen, würde mich mal interessieren, was dann passiert. So, also ihr seht, je nachdem, wie ich das Ganze handhabe, verändern sich hier auch die Werte. Also Brachland, dann Mais, dann Raps, dann Gras. Gras ist dann 1,0. Das reicht mir, um dann im nächsten Jahr wieder Mais darauf pflanzen zu können. Habe ich dann hier ein 1,2er Wert wieder, um ja, möglichst viel Mais auch herauszubekommen. Also ich will hoffen, ihr habt das jetzt verstanden. Das ist also die Fruchtfolge 1. Das ist Fruchtfolge 2. Also so kann ich mir also mehrere Modelle erstellen, wie ich was machen möchte. Und so kann ich das ja klar mit jeder anderen Fruchtsorte auch machen. Wenn ich jetzt hier sage, Hafer zum Beispiel, dann kann ich auch hier dieses durchrechnen. Und dann seht ihr, ich jetzt hier Hafer wieder hinmache, dann ne, würde ich genau das gleiche erzielen. Könnte das auch mal hier ändern in Sonnenblumen, weil das ist auch eine Ölsaat. So, und dann kann ich das halt für mehrere, ich kann das auch zweimal brach liegen lassen und würde dann sagen, ich nehme dann Weizen oder Gerste oder Hafer oder Raps, Sonnenblumen oder auch mal Kartoffeln. Dann seht ihr, wenn wir das 2 Jahre brach liegen lassen, dann kriegen wir auch bei Kartoffeln einen Wert von 1,2 heraus. Wenn wir es nur 1 Jahr brach liegen lassen und würden dann nochmal Kartoffeln nehmen, glaube ich nicht, dass wir das gleiche Ergebnis erzielen würden. Seht ihr, dann ist nämlich, ne, haben wir 12% weniger. Also so müsst ihr einfach mal damit rumspielen, um dann halt auch den bestmöglichen Ertrag dort rauszubekommen. Jetzt würde mich mal gerade eins noch interessieren, Gras. Wir haben hier Gras. So, wenn wir jetzt im nächsten Jahr wieder Gras da drauf haben. So, mal gucken, da nochmal Gras. Also ihr seht, der Ertrag wird weniger. Also ne, auch beim Gras. Also es ist nicht so, wenn man einmal Gras dort drauf hat, dass das dann besonders gut ist. So, wenn man jetzt Karotten da drauf macht, wäre es 1,2. Und wenn ich dann wieder Gras da drauf mache, dann habe ich schon Gras, aber eine Steigerung drin. So, wenn ich dann jetzt nochmal so eine ja, Ölfrucht dazwischen draufhaue. Mohn ist Getreide, Vermehrungsgras. Okay. Ja, komischerweise kann ich hier nicht den Ölrettich dazwischen packen. Ich weiß nicht, warum er das nicht will. So, Mais wäre ja auch ganz schlecht. So. Aber ihr seht, ne, dann verändert sich das Ganze. Und wenn ich es dann nochmal brach liegen lassen würde. Ja, also wie gesagt, das ist sowas, wo man einfach mal mit rumspielen muss, wo man dann halt gucken muss, was ist am besten. Also ne, nur auf einem Feld immer das Gleiche zu sehen, ihr seht, dann ist der Ertrag immer gleich. Das ist zwar ja, für die Kalkulation sehr gut, dann habe ich immer das Gleiche. Aber ich sag mal, wenn ich einen höheren Ertrag erzielen möchte, dann muss ich auch mal die ja, Früchte auf dem Feld wechseln, so dass ich dann im Endeffekt immer hier so einen Wert von 1,2 erhalte. Das muss das Ziel sein und da kann es auch schon mal sehr sinnvoll sein, auch mal, wie ihr gesehen habt, ja, auch mal ein Feld 2 Jahre einfach brach liegen zu lassen, es nicht zu bewirtschaften, damit sich die Werte auch im Boden etwas erholen können. Das ist so der Hintergrund, dass der Boden sich erholt, damit er wieder Stoffe sammeln kann. Und ja, ich will hoffen, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen, was die Fruchtfolgenplaner anbelangt. Ich weiß, es gibt auch im Netz dazu mit Sicherheit noch das ein oder andere, was etwas komfortabler ist als das, was hier im Seasons ist. Und es wird auch dazu, was also jetzt hier solche Fruchtfolgen anbelangt, ich werde das jetzt mal hier so eingestellt lassen und dann werden wir mal nach und nach dieses so sehen und dann werden wir mal gucken, ob das denn auch wirklich nachher so ist. Denn das ist ja ganz wichtig, dass man auch mal ne, jetzt im Spiel das mal live testet. Diese Fruchtfolgen, dazu werden wir dann halt spezielle Felder immer wieder,
nehmen, die bearbeiten, gleiche Düngezustand. Ne? Also da wird es jetzt demnächst einige Videos zu geben und einige Tests, die dann halt genau darauf hinarbeiten, um dieses hier nochmal zu überprüfen, ob das denn wirklich so stimmt. Im nächsten Video, und dazu muss ich jetzt mal auf den anderen Bildschirm gucken, soll es um die Tiere gehen. Und auch da werden wir uns etwas intensiver mit den Tieren beschäftigen. Als erstes mit der Kuh, weil wir haben ja nicht nur eine Holsteiner Kuh, sondern es gibt ja mehrere Kühe, die auch verschiedenste, ja, Funktionen haben. Dazu gehe ich jetzt mal eben schnell nochmal in den Kuhstall, um das nochmal eben schnell. Blub, wo haben wir jetzt hier unseren Kuhstall? Da ist Schaf, da ist Kuh, oder? Viehweide, genau. Hier haben wir unsere Viehweide. Wenn wir jetzt mal hier eben hier rausgehen, hier vorne habe ich ja meinen Tierträger. Dann seht ihr ja, hier gibt es noch verschiedenste Kühe. Ja, welche davon jetzt am besten wofür geeignet ist. Und ihr seht ja auch, es gibt hier unterschiedliche Preise. Dafür ist zum Beispiel auch ist sehr wichtig, dass man halt nochmal, wenn man hier in der Wirtschaft ist, dass man nochmal nachguckt, wann ist denn der günstigste Zeitpunkt. Zum Beispiel jetzt, wo sind jetzt hier unsere Tiere? Rindfleisch, blub, lass mal eben gucken hier. Doch hier unten haben wir unser Yorkshire, hier haben wir unsere Tiere. Zum Beispiel haben wir hier jetzt das Holsteiner, so da wäre der günstigste Zeitpunkt, die zum Beispiel im Sommer zu kaufen. Also von daher, darum soll es dann halt im nächsten Video gehen. Und dafür ja, brauchst du ein bisschen Vorbereitung auch, weil ne, ihr seht, da gibt es also nicht nur eine Kuh und ne, ja, jede Kuh hat da auch irgendwo seine Vorzüge und Nachteile. Und ja, wann man sie verkaufen sollte, auch das wollen wir dann mal gucken und testen und auch das Befüttern. All das wird also dann ein etwas längeres Video sein und etwas aufwendiger werden. Also von daher, ja, muss ich mich da noch ein bisschen mit beschäftigen. Habe ich aber jetzt auch 2, 3 Wochen für Zeit, um dann die Videos hier vorzubereiten. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Danke fürs Reinschalten und ne, nicht vergessen, ein Däumchen da zu lassen. Und wenn es dir gefallen hat und du möchtest kein Video mehr hier verpassen, dann drück da auch gerne auf den Abo-Button. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund, genießt euer Leben. Ich bin raus und ciao.